Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurz angespielt von Holase-Linux-Gaming.de. Ich bin Melrian und zeige euch heute Cubusphere, einem Denk-Jump'n'Run, möchte ich es mal nennen. Ein Geschicklichkeitsspiel, ich glaube, da sind wir uns am einigsten drin. Cubusphere ist frei nach Cooler World für die PlayStation 1 entwickelt worden. Und da ich Cooler World seinerzeit kannte, wenn auch nur von einer Demo, dachte ich mir, da zeige ich euch mal Cubusphere. Und fangen wir direkt an. Viel gibt es eigentlich nicht zu sagen. Es gibt einen Level-Editor, den könnt ihr euch gerne mal anschauen. Vielleicht habe ich ja noch nachher genug Zeit und Bock und auch Intelligenz, um dran zu denken, den nochmal zu schauen. Optionen, ist klar, Grafik, Auflösung, wobei es da nur drei Modi gibt. Hier, diese drei. Ich denke mal, mit dem Vollbildmodus lässt sich das beheben oder ist es nicht ganz so schlimm, aber naja, das nur zu dem Thema. Audio ist, glaube ich, soweit klar. Steuerung habe ich jetzt eingestellt auf einen Xbox-Controller. Ich habe keine Ahnung, Xbox 360-Controller. Und Sprache gibt es Dänisch, Deutsch und Englisch, wenn das mal keine Auswahl ist. Also gut, aber Credits könnte man jetzt auch noch. Muss man aber nicht. Wir starten lieber das Spiel, und zwar genau jetzt. Und zwar im Tutorial, denn wir können das ja noch gar nicht. Ja, okay, ich gebe zu, drei Tutorials habe ich mir schon mal angeguckt, aber ich dachte mal, wenn wir schon damit anfangen, wenn ihr schon einen Ersteindruck haben möchtet, dann auch von Anfang an. Und dann, wollen wir hier nicht großes rumtricksen. Drücke Spezial, um dies zu lesen. Lesen tue ich. So, die allgemeinen Steuerungsgedönse. Da ich die eben manuell eingestellt habe, würde ich sagen, ich weiß, wie man das Spiel steuert. Also rückwärts kann man nicht, man kann nur vorwärts. Und man eben kann eben mit den Richtungstasten entweder die Tastatur oder eben Gamepad seine Sicht drehen. So, was steht hier? Dein Ziel in jedem Level ist es, den Ausgang zu erreichen. Bevor du das Level verlassen kannst, musst du alle Schlüssel sammeln. Aha. Da ist also das Exit. Unverkennbar. Links unten siehst du, wie viele Schlüssel du brauchst. In diesem Level ist das einer, sage und schreibe einer. Punkte gibt's auch für alles Mögliche, wie man mittig unten gerade erkannt hat. Und das Spiel läuft mit wahnsinnigen 60 Frames per Second. Wobei bei euch nur 29,7 oder 25 ankommen. Weiß gerade nicht genau. So, also hier super krass mit voller Punktzahl und so. Später gibt es dann halt noch die Möglichkeit, da Highscores zu setzen. Bei Leveln, die, ich sag mal, ein bisschen komplexer sind. Drücke speziell, um das zu lesen. Da geht es ums Springen. Das ist soweit kein Problem. So, da steht nur, dass Stacheln sie mies sind. Das habe ich mir fast gedacht, denn ich bin ein kleiner Plastikball. Und hier steht nur, dass manche Stacheln nicht die ganze Zeit gefährlich sind. Zum Beispiel die Kollegen vor mir, die erst ausgefahren werden müssen. So, da gehe ich nicht rein. Gut gemacht, jetzt haben wir den Schlüssel und weiter geht's. Dann machen wir das doch gerade mal, oder? Das Ding ist im Übrigen eine Beta, gibt's zu ziehen auf SourceForge. Die aktuelle Version ist 0.3. Zuletzt aktualisiert im Jahr 2013. Aber was soll ich sagen, kostet nichts. Einfach mal runterziehen, kurz Make-Vorgang über euch ergehen lassen, der relativ unkompliziert ist. Also das ging innerhalb von 5 Minuten, war das Ding kompiliert. Und dann könnt ihr hier lustig losdaddeln und wenn ihr merkt, es ist langweilig, könnt ihr es genauso schnell wieder löschen. Ganz einfach. Manche Hindernisse schränken dich in deiner Bewegungsfreiheit ein. Diese Pfeilfelder zum Beispiel kannst du nur in die angezeigte Richtung passieren, bla bla bla. So. So, da geht's nicht weiter. Also wieder zurück. Drüber springen geht auch nicht, wie es da steht. Folgen wir hier mal dem Weg. Eis hat ebenfalls einen Einfluss auf deine Bewegung. Landest du auf einem Eisfläche, rollst du automatisch vorwärts. Testen wir, ich mache nichts gerade, bleibe aber hier stehen. Alles gut, das wirkt sich sogar auf deine Sprünge aus. Auf einer Eisfläche kannst du nicht auf der Stelle hüpfen. Du springst automatisch vorwärts. Hüpfe über die Stacheln. Also ich drücke einmal nach vorne, drücke hier springen, alles gut. Gut, weiter geht's. So, da darf ich wieder nur in die Richtung. Da kommt ein Schlüsselchen. So, dann schauen wir mal, ob ich Tutorial Level 4 schaffe. Denn der hat mich eben ein bisschen an- und ausgefuchst. Denn diese Steinchen hier fallen runter. Diese dunklen Blöcke zerbrechen. Kaum du hast auf ihn rumrollst, zerbreche sie und du bekommst ein paar Punkte dafür. Quasi so als Hintgeber oder als Anreiz, da wirklich drüber zu eiern, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, soweit so gut. Schnell springen direkt weiter, sobald du auf dem ersten Block gelandet bist. Auch soweit kein Problem. Schlüsselchen. 2 von 3. Und hier, jetzt wird's knifflig. Es gibt 3 Blöcke für den Hin- und Rückweg. Lass den mittleren Block aus, dann kommst du zurück. Also hier schon die erste quasi Pseudo-Denkaufgabe. Und ich habe einmal soft springen gedrückt. Wie der Experte wahrscheinlich gerade gemerkt hat.
Also das Ganze eben nochmal. Das erklärt auch, warum ich nur bis zur Tutorial Level 4 gekommen bin, denn an dem habe ich eben schon gehangen. Jetzt muss man dazu natürlich sagen, dass das nicht gerade meine Art von Lieblingsspiel ist. So. So, jetzt habe ich wieder Mist gebaut, denn eigentlich würde ich das gerne noch lesen. Es geht darum, dass ich auf dem Block dort landen muss, muss kurz warten und mich dann schnell da wegdrehen muss. Also quasi so. Alles gut. Alles geklappt. Yippie-ki-yay. Ausgezeichnet, sagt er mir. Das letzte Mal bin ich versagt, weil ich auf dem Block, der jetzt da weg ist, quasi da rein ins Loch gesprungen bin. War auch sehr lustig. Naja. Hätten wir es diesmal gepackt. Ich weiß gar nicht, wie viele Tutorials es sind. Vielleicht schaffen wir alle, vielleicht auch nicht. Ich guck nebenher immer mal wieder ein bisschen auf die Zeit. Ihr wisst ja, wie das ist. Der Soundtrack ist auf jeden Fall sehr nett. Lavafelder heizen den Ball so lange auf, bis er schmilzt, also aufgepasst. Du kannst sicher über maximal 3 Felder hintereinander rollen. Beachte, dass der Ball danach erst abkühlen muss, sonst schmilzt er noch schneller. Hier kann ich also rüber. Bin etwas rötlich, dann muss er abkühlen. Alles Klärchen. So, was möchtest du mir sagen? Viele Reihen von Lavafeldern kannst du länger als 3 Felder. Um sie zu überqueren, sind länger als 3 Felder. Musst du hüpfen. So kannst du maximal 8 Felder überspringen. Halte den Sprungknopf gedrückt. Oho. Das ist quasi ein Hint. Aha. Verbrannt. Also was hätte ich anders machen können? Wir probieren das direkt nochmal. Ich guck mir nochmal den Beispielball an. Ah ja. Okay, alles klar. Der hat den ersten quasi mitgenommen, ist dann gesprungen und ich habe es andersrum gemacht. Gut, bei diesem Schlüssel musst du dich beeilen. Rolle auf das Feld, dreh dich zweimal und rolle in Sicherheit. Hältst du eine Richtungstaste zum Drehen gedrückt, macht der Ball nach jeder Vierteldrehung eine kurze Pause. Das kannst du umgehen, indem du die Richtungstaste zweimal hintereinander drückst. Aha, aha, aha. Yeah, gerockt. Und wie hüpft er hier zurück? Auch mit der ersten quasi wieder mitnehmen, ne? Ja. Yippie-ki-yay. Coolo. So, jetzt gibt es schon fast... Was soll denn das? Okay. Was gibt's hier? Mit dem normalen Sprung überspringst du genau ein Feld. Ein Lüftungsschacht katapultiert dich über 2 Felder hinweg. Das ist ja faszinierend. Ah ja, der wirft mich auch automatisch in die Richtung. Also, ich muss jetzt nichts drücken. Es gibt noch einen anderen Lüftungsschacht, welcher dich hoch in die Luft schießt. Hinweis, drücke Hochschauen, um den Bereich über dir zu sehen. Keyboard-Steuerung, Hochschauen W, Gamepad-Steuerung, Knopf 6. Aha, aha, aha. Huch. Okay, ich hätte vielleicht nicht in dem Moment hochgucken sollen, aber egal, war missverständlich. So, springen. Also hier musste ich auch wieder nichts tun, alles automatisch. Eine Sprungpille zwingt den Ball dauerhaft dazu zu hüpfen. Drückst du vorwärts, springt der automatisch nach vorne. Aha. Ein Traum. Drückst du die Sprungtaste, nachdem du eine Sprungpille eingesammelt hast, vollführst du einen weiten Supersprung über 2 Felder. Ach Gott, lieber Gott. Okay, alles gut soweit. So, und jetzt will ich ja einfach nur darüber. Alles richtig gemacht. Mit diesem Supersprung kannst du sogar auf Blöcke springen, die etwas höher liegen als der, auf dem du dich befindest. Da dich der Supersprung genauso weit befördert wie normale Lüftungsschächte, geht das auch mit diesen. Hä? Also ich kann jetzt darüber hüpfen oder was? Mit dem Supersprung. Na, und ich habe die Taste gedrückt gehalten und bin gestorben, weil ich es verdient habe. Einmal probieren wir es noch und dann habe ich mir auch genug der Peinlichkeit hingegeben, würde ich sagen. So. Da brauche ich ja gar nicht drücken. Jetzt habe ich beinahe irgendwas falsch gemacht. So, einfach in die Richtung gedrückt halten. Hier muss ich jetzt springen. Es geht eigentlich nur darum, dass man zuerst springen und dann die Richtungstaste drückt, wenn man das macht, weil sonst würde es wahrscheinlich nicht funktionieren. So. Okay. Was ist hier los? Mit dem Supersprung ist es möglich, Richtungspfeile zu überspringen. Versuch's mal. Mhm. Ich glaube, jetzt habe ich es verkackt, weil ich jetzt in die Richtung springen werde. Und dann falle ich runter. Genau. Super. Das war ein Riesenspaß. Nein, wirklich. Cubosphere kann ich nur empfehlen. Das sind ja nur die Tutorials-Levels. Wenn jetzt jemand sagen sollte, hey, das ist total easy. Was machst du da überhaupt? Wir gehen nochmal gerade ins Hauptmenü, denn das hatte ich eben gesagt.
Und dann gucken wir vielleicht sogar noch mal in den Editor. Ich habe doch noch dran gedacht, wow. Beenden. So, Tutorial 6. Komme ich hier raus? Da. Erkundungsmodus, Arcade-Modus, Zwei-Spieler-Modus. Leute, ein Zwei-Spieler-Modus. Das heißt, zweites Gamepad dran und dann, wie läuft das denn genau? Machen wir hier mal ein neues Spiel. Aha. Also, das sieht jetzt nicht nach Splitscreen aus. Da geht es wahrscheinlich darum, wer zuerst fertig ist. Aber wer steuert den da drüben? Und vor allem, was sieht derjenige? Keine Ahnung gerade. Ich mach das jetzt einfach mal, späßchenhalber. Jetzt habe ich einen Schlüssel. Ach, guck mal, mit der Special-Taste wechselt man. Aber zum anderen Spieler, den ich jetzt mit diesem Controller nicht steuern kann. Faszinierend. Wie mag der gesteuert werden? Tastatur? Oder mit meinem PlayStation Gamepad, was er eben nicht erkannt hat? War er zumindest der feste Überzeugung, er hätte es nicht erkannt? Nö, hat er auch nicht. Nee, dann hätte ich. Aber interessant, dass es das gibt. Ist zwar abwechselnd, aber doch irgendwie Koop. Charmant. Ansonsten. Eigene Levels. Ich denke mal, das wird dann interessant, wenn man den Editor benutzt. Arcade-Modus. Gucken wir auch nochmal rein. Ah ja, hier, dann geht's dann hier los in Richtung. Ich glaube sogar, ich weiß gerade nicht, ob ich ein Level kenne. Könnte gut möglich, dass sie da so ein bisschen copy-pasted haben. Von Cooler World, meinetwegen. Kann ich aber nicht beschwören. So, kann man jetzt eigentlich schon hier runter? Nö. Komm, gib mir den einen, gib mir noch. Gib mir ein bisschen Erfolgserlebnis. Nachdem ich eben das Tutorial schon nicht geschafft habe, muss ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen so tun, als hätte ich auch nur im Ansatz was drauf. So. Und dann muss man nämlich dahin und sich drehen und dann da runterhüpfen. Ha! Geil! Gut! Soll es auch, bevor es jetzt wieder peinlich wird, soll es das auch erstmal gewesen sein von hier. Bleibt nur noch ein Ding übrig, das ist der Erkundungsmodus, empfohlen für Einsteiger. Ägypten. Ah ja! Ah, okay. Weiß ich jetzt gar nicht, was der Unterschied ist. Erkundungsmodus, wahrscheinlich kann ich hier so oft sterben, wie ich will, oder was? Und bei dem anderen wäre ich quasi Game Over gewesen? Ich habe keine Ahnung. Habe ich nicht drauf geachtet. Sagt ihr es mir am besten in den Kommentaren. Und damit ich nicht dumm sterben muss, weil dumm sterben macht auch keinen Spaß. Wo haben wir denn hier? Wo ist er denn? Nee, den Level Editor. Neues Level, natürlich. So, und jetzt. Ach, guck mal, jetzt habe ich hier eine schöne Maus. Erinnert mich ein bisschen an Cube 2. Aber ich kann euch nicht sagen, wie das jetzt funktioniert. F1 für Hilfe. Umschauen, Block erstellen, bewegen, Leertaste. Bam! Bam! Okay. Kamera bewegen, Pfeiltasten. Ach, guck an. Aha, aha. Ist ein bisschen kompliziert. Ich hätte mir AWSD lieber gewünscht als bewegen, aber gut. Ja, ist auch soweit klar, ne? Eigene Level kreieren. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier Holase hinschreiben oder Sack. Sack ist eigentlich ganz hübsch. Naja, ihr wisst ja, wie Sack geschrieben wird. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht wirklich machen. Block Feldart setzen. Eingabe. Nee, Art wählen. B. Ja, Ausgang, klar. Leg los. Da ist er. Zack. Ach, was bin ich für ein geiler Fuchs. Also auch ein Editor gibt es. Wunderbärchen. Hätten wir das auch geklärt. Natürlich wollen wir das speichern. Wo kommen wir denn sonst hin? Geht im Übrigen gerade nicht mit dem Gamepad. Also ich muss jetzt die Tastatur und die Maus nehmen. Für eine Startposition. Oh. Sowas wird überprüft. Verdammt, ich mag es nicht, wenn man mich auf Perfektion prüft. Natürlich. Achso, ah, da war ja was. Nein. Okay, das soll es gewesen sein. Fast eine Viertelstunde ist ja gar nicht so lang, oder? Für diejenigen, die jetzt noch da sind. Cubosphere, wie gesagt, umsonst von SourceForce. Runterladen, Link gibt es in der Beschreibung oder natürlich in dem viel ausführlicheren und hübscheren und viel besseren und phänomenalen Holase. Artikel auf holase-linuxgaming.de, falls ihr da nicht eh schon gerade seid und dieses Video schaut. In diesem Sinne würde ich sagen, das war's auch schon von mir. Hat Spaß gemacht und ja, viel Spaß beim um die Ecke denken, denn wie man in diesem Titelmenü sehen kann, habe ich gerade einen Mauscursor, nein, habe ich nicht. Unten rechts sieht man ja auch, dass einzelne Sachen, das konnte ich jetzt nicht zeigen, quasi, dass man so ein bisschen im Würfel denken muss, weil man dann über die Würfelkanten hinaus so ums Eck und überhaupt und dann dreht sich die ganze Karte und ach, es ist sehr, sehr, sehr verwirrend, aber es fordert einen auch und das ist ja letztendlich das, was ein bisschen Spaß macht. Ne? In diesem Sinne, macht das gut, haut rein, man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Tschüssen!